Wir beim TÜV Süd beschäftigen uns mit den Reifen, weil der Reifen natürlich ein essentielles Sicherheitsfeature des Fahrzeugs ist. Wir testen hier im Norden von Skandinavien, weil wir hier die perfekten Winterbedingungen haben, mit fast 100%iger Sicherheit für Schnee und kalte Temperaturen von November bis März. Wir führen Tests durch, die zum einen mit Zulassung und Homologation der Reifen zu tun haben, zum anderen Entwicklungstests für unsere Kunden und nicht zuletzt auch Vergleichstests, wenn neue Produkte auf den Markt kommen. Wir vom TÜV Süd beschäftigen uns natürlich sehr stark mit der Sicherheit des Endverbrauchers und gerade im automotiven Bereich ist der Reifen einer der wichtigsten Punkte für die Sicherheit auf den Straßen. Wir sind jetzt hier auf dem Schneehändlingkurs. Und wir testen hier die Fahrbarkeit auf schneebedeckter Fahrbahn. Das heißt, wie gut geht der Reifen um die Kurven, wie einfach ist er zu kontrollieren im Grenzbereich und auch Bremswege. Wir messen nur das Geräusch vom Reifen selber, vom rollenden Fahrzeug. Ohne Motor, das heißt, der Motor ist aus. Und wir messen bei 4 Geschwindigkeiten, einmal bei 70, bei 75, bei 85 und 90. Und der Referenzwert gibt uns nachher das Geräusch für den jeweiligen Reifen für das Tire-Label. Wir testen hier im Süden, weil wir natürlich auch an der Performance auf Nässe und auf trockener Fahrbahn interessiert sind. Die wichtigsten Eigenschaften sind kurze Bremswege und eine gute Fahrbarkeit, eine sichere Kontrollierbarkeit des Reifens. Auf nasser Straße muss ein ganzjähriges Reifen in Aquaplaning-Situationen das Wasser zwischen Reifen und Fahrbahn rausbringen. Das sichere Fahrverhalten ist vor allem in Notsituationen wichtig, wenn der Fahrer gezwungen ist, ein Ausweichmanöver zu fahren oder so, dass das Fahrzeug stabil bleibt und dass es für ihn gut kontrollierbar bleibt.